Hallo und herzlich willkommen bei Matura Express. Ich bin die Sandra vom Deutschteam und heute geht es um die mündliche Matura. Und zwar schauen wir uns da ganz genau an, was ein Visualizer ist und wie man mit dem umgeht und auch was die Rhetorik ist. Das heißt, wie man sich mit dem Körper, mit der Sprache, mit dem Ausdruck und auch mit Händen und Füßen und so weiter bei der mündlichen Prüfung verhält. In erster Linie habe ich euch schon gesagt, wir haben uns in diesem Falle für den Visualizer entschieden. Das heißt, ihr müsst ja bei der mündlichen Prüfung zuerst präsentieren. Das heißt, ihr alleine präsentiert ein Thema, ihr habt eine Fragestellung dazu und auch einen Ausgangstext und danach bekommt ihr dann noch Fragen gestellt. Für die Präsentation, die ihr ja alleine habt, das heißt im Monolog, nur ihr alleine sprecht, braucht ihr irgendein Medium, das das ganze Sprechen unterstützt. Und da ist das der Visualizer und ihr seht hier, was das ist. Das ist so etwas. Schaut ein bisschen spacig aus, ist meist schwarz oder weiß, aber es ist sehr, sehr praktisch. Es ist wie ein Overhead-Projektor, nur viel moderner. Man kann darunter ein Blatt Papier legen, also wirklich ein normales Blatt Papier und das wird dann direkt an die Wand projiziert. Das heißt, wir können ganz normal ein A4-Blatt gestalten, designen in aller Kürze, weil mit diesem Format seid ihr ja wirklich eigentlich schon vertraut. Und dann könnt ihr einfach sagen, jetzt habe ich sozusagen meine Präsentation hinter mir. Warum denn eigentlich den Visualizer? Es ist ein sehr dynamisches Bild, beziehungsweise man kann das Bild immer wieder erweitern, ergänzen. Man kann etwas löschen oder weglegen. Das zeige ich euch dann gleich, wie das funktioniert, weil das haben wir auch hier. Man kann spontan etwas dazu schreiben oder noch etwas festhalten. Wenn einem zum Beispiel bei der Präsentation noch etwas einfällt, kann man das ergänzen. Oder man kann es überhaupt so auslegen, dass man beim Sprechen noch etwas ergänzt. Es ist eine sehr gute Übersicht. Die grafische Darstellung ist wunderbar möglich. Ihr seid ja, wie schon gesagt, mit diesem Format sehr gut vertraut. Man kann auch zum Beispiel etwas wieder wegdecken, weglegen, entweder mit einem zweiten Blatt A4 oder auch mit einem Post-it oder mit einem kleineren Blättchen Papier. Das, was ihr halt zur Verfügung habt. Gut, man kann auch schreiben mit Stiften, die man immer verwendet. Zum Beispiel sind das Feinliner oder Kugelschreiber oder Bleistifte, je nachdem mit den Stiften, die ihr gerne verwendet. Die könnt ihr auch hier verwenden. Ja, und es gibt aber leider auch ein paar kleine Schwierigkeiten, beziehungsweise mein Vorschlag wäre, dass ihr das einfach mal übt. In sehr vielen Klassen gibt es solche Visualizer und ich denke mir, es hat sehr viele Vorteile, wenn ihr das einmal vor der Matura wirklich ausprobiert, wie denn das funktioniert. Das ist nicht schwierig, aber ich denke, man sollte es einmal gemacht haben, ohne dabei nervös zu sein. Gut, dann habe ich hier jetzt unglaublich viele Symbole aufgezeichnet. Naja, wozu könnte man diese Symbole eigentlich brauchen? Zum Beispiel so ein Pfeil für etwas Einleitendes oder etwas Fortführendes oder daraus folgt oder so weiter. Ein X könnte sein für, nein, das geht aber überhaupt nicht. Ein Pfeil kann das Gleiche bedeuten. So Kreise können zum Beispiel Themengebiete sein. Plus und Minus, seht ihr hier und hier, kann zum Beispiel für Pro und Contra sein oder für Gut und Schlecht. So etwas kann zum Beispiel eine Überschrift einrahmen. Eine Wolke kann beispielsweise eine Idee darstellen oder eine Zukunftsvision oder was auch immer. Auf jeden Fall sollt ihr euer Blatt grafisch gestalten. Und dazu sind Symbole oft sehr wichtig. Und zwar sollten es Symbole sein, die man wirklich in aller Kürze zeichnen kann. Wie ihr wisst, gibt es 30 Minuten Vorbereitungszeit und dann folgt die Präsentation und dann das Gespräch. In den 30 Minuten Vorbereitungszeit müsst ihr aber unbedingt den Text lesen, ihn verstehen, die Fragen beantworten und dann noch auch das Präsentationsmedium gestalten. Also da ist in einer halben Stunde sehr viel reingepackt. Das heißt, man muss ein paar Sachen noch zusätzlich beachten. Und zwar sollt ihr leserlich und groß genug schreiben. Das heißt, es ist ja das A4-Blatt in groß auf die Wand projiziert. Trotzdem dürft ihr nicht so minifuzzi klein schreiben. Ihr könnt auch zwei oder mehr Zettel verwenden oder die Rückseite, wie ihr wollt. Es ist möglich, eben mit mehr als einer Seite zu arbeiten. Das hat sehr viele Vorteile. Zum Beispiel, wenn es drei Themenblöcke gibt, kann man für jeden Themenblock einen Zettel verwenden. Ihr sollt idealerweise verschiedene Farben verwenden. Das unterstützt die grafische Darstellung. Zum Beispiel grün ist immer positiv, habe ich hier gewählt für Plus. Minus
in Rot, weil Rot ja eine sehr negative Farbe oft ist oder damit konnotiert wird. Das heißt nicht, dass es immer so ist. Rot wäre ja auch die Farbe der Liebe. Also da gibt es schon verschiedene Verständnisse für Farben. Aber dazu habe ich mich halt entschieden, weil so sieht man es oft. Wenn ein situativer Kontext gegeben ist, muss man diesen auch einbringen. Das heißt, ein situativer Kontext, zum Beispiel, du musst dich in eine Rolle hineinversetzen und aus dieser Rolle sprichst du dann. Dann begrüßt du nicht die drei Lehrer oder die drei Prüfer, die vor dir sitzen, sondern das Publikum, das auch angegeben ist in der Aufgabenstellung. Wenn Fehler passieren beim Sprechen, ist das grundsätzlich überhaupt kein Problem. Ihr dürft euch auch ausbessern. Das zeigt, dass ihr eigentlich direkt beim Sprechen nachdenkt, mitdenkt und dass ihr euch Gedanken darüber macht, was ihr sagt. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, oh, Entschuldigung, das sollte ja so und so heißen. Genau. Und man kann den Visualizer immer weiterentwickeln und bitte habt keine Scheu davor, das dürft ihr auch wirklich machen. So, und wir schauen uns jetzt an, wie man so ein Visualizer A4-Blatt, eigentlich ein ganz normales A4-Papierblatt, gestalten kann. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet und zwar verschiedene Stifte, mit denen arbeite ich sehr gerne, einen Textmarker, einen Kugelschreiber und so kleine Papierblätter habe ich auch. Gut ist es immer, wenn ihr auf diesem Blatt eine Übersicht gestaltet. Entweder man kann die Überschrift hier heroben hinpacken, man kann sie aber auch zentral machen. Und zentral, so mag ich es sehr gerne. Jetzt schreiben wir hier mal den Titel hin. Und bitte denkt dran, das sollte wirklich gut lesbar sein. Die Prüfung in der Mitte und es gibt da sehr viele Teilbestandteile. Das heißt, ich mache hier Striche zu den Bestandteilen. Zum Beispiel die mündliche Prüfung. Die schriftliche Prüfung. Die Vorbereitung. Das ist jetzt nur so ein Beispiel, wie man das machen kann. Da gibt es natürlich tausend verschiedene Möglichkeiten. Ich mache es grundsätzlich so gerne mit so einer Art Mindmap. Wenn es da zum Beispiel verschiedene Teilbereiche gibt, wie hier zum Beispiel Präsentation bei der mündlichen Prüfung und dann folgt das Gespräch. Da kann man dann wieder Unterteilungen machen. Das wäre fein, wenn ihr das auch irgendwann einmal zu Hause üben könntet. Das bringt euch sehr viele Vorteile, weil dann kennt ihr, wie das Ganze ist. Seht ihr hier, ich habe zwar einige Begriffe auf dieses A4-Blatt aufgeschrieben, aber eigentlich ist gar nicht mehr so viel Platz, weil ich ja doch groß geschrieben habe. So, dann probieren wir gleich noch ein zweites. Hierzu nehme ich aber mein Blatt einfach quer. Und hierbei geht es um Pro und Contra. Pro und Contra. Jetzt seht ihr, jetzt ist mein Und eigentlich gar nicht so schön geworden. Naja, das sollte man dann im Falle vielleicht auch mal zu Hause üben. Natürlich müsst ihr die Überschrift nicht immer so einringeln, wie ich das mache, aber ich wollte sie halt eben hervorheben. Gut, dann nehme ich für das Minus die rote Farbe und für das Plus die grün-türkise Farbe und da kann ich dann aufschreiben. Pro und Contra, schreiben wir mal Pro auf, Matura, praktische Ausbildung. Also ich bin jetzt noch immer bei einem ähnlichen Beispiel geblieben. Wie zuerst schon, erst war ich bei der Prüfung, jetzt bin ich bei Lehrern Matura. Gut. So, und wenn ich zum Beispiel einen Teil am Anfang nur herzeigen will und den zweiten Teil verstecken will, dann kann ich das ganz einfach so lesen.
lösen, dass ich ein zweites Blatt drüber lege. Habe ich mich jetzt für ein kleineres entschieden, weil da kann ich dann einfach wegschieben. Oder ich kann dann einfach sagen, okay, zuerst habe ich ja gesprochen über Plus und dann möchte ich mich fokussieren auf Minus. Das heißt, ich kann es auch einfach rüberschieben. Das kann ich auch sehr gut machen mit Farben, je nachdem, wie ihr das machen wollt und was ihr zur Verfügung habt. Das passt je nachdem, wie ihr es machen wollt. Ihr könnt direkt auch in die einzelnen Listen und so weiter Symbole einbauen. Plus und Minus ist ja auch schon ein Symbol. Achtet nur darauf, dass es irgendwie eine Linie hat und dass man es auch wirklich gut lesen kann. Ich habe jetzt immer so in halb Schreibschrift und halb Blockschrift geschrieben. Noch schöner finde ich es eigentlich bei Kandidaten, wenn sie vollkommen in Blockschrift schreiben. Gut, dann schauen wir wieder weiter. Und zwar gehen wir dann schon zur Körpersprache, zur Rhetorik. Wie benehme ich mich eigentlich bei der Prüfung? Ich habe euch mal hier kurz das Wichtigste zusammengefasst, und zwar die mündliche Prüfung. Grundsätzlich ist es so, dass man immer eine vordefinierte Rolle hat, in diese muss man sich hineinsetzen. Diesen Kontext dazu erhält man bei der Aufgabenstellung, oder das ist der erste Teilbereich, den man gegeben hat. Da steht zum Beispiel, dass man ein Schulsprecher ist oder dass man ein Neuankömmling in einer Schule ist oder dass man zum Beispiel ein Auswanderer ist oder was auch immer. Man muss sich auf jeden Fall in die Situation hineinversetzen und sozusagen schauspielern. Trotzdem soll man aber irgendwie bei sich bleiben, also jetzt sich nicht unbedingt verstellen, aber man soll eben diese fremde Rolle annehmen. Diese fremde Rolle, beziehungsweise es gibt ja da immer so eine Rahmensituation, sind wir in einer Schule, sind wir in einem Theater, sind wir in einer Bildungsanstalt oder wo auch immer. Und dementsprechend ändert sich ja natürlich auch das Publikum. Und das Publikum spreche ich dementsprechend an. Wenn ich zum Beispiel einen Vortrag in einer Klasse halte, wo kein Lehrer im Raum ist, kann ich natürlich das Publikum mit Du ansprechen, auch wenn es die Prüfer sind. Aber wir haben ja die Aufgabe, uns in diese Person hineinzuversetzen. Anders ist es, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir halten eine Rede, eine öffentliche Rede, zum Beispiel vor dem Rathaus und begrüßen das ganze Publikum, dann sagen wir natürlich, sehr geehrte Damen und Herren. So, da müsst ihr immer ein bisschen anpassen, wie höflich ihr seid, ob ihr per Du sein könnt oder nicht, aber das wisst ihr ja sicher schon. Mit Freunden, da ist man per Du oder kann man per Du sein, und mit Personen, die man nicht kennt, beziehungsweise Erwachsene oder Menschen mit einem höheren Rang, spricht man unbedingt immer mit Sie an, gerade bei der mündlichen Prüfung. Grundsätzlich ist es so, dass man bei der Präsentation steht. Das heißt, zum Beispiel den Visualizer und so hat man neben sich. Man müsste sich natürlich dann zum Dazuschreiben hinbeugen. Versucht bitte beim Stehen, dass ihr auf zwei Beinen ganz fest steht, also dass ihr nicht so hin und her wackelt oder dass ihr auf einem Bein steht und das zweite dahinter habt. Nein, versucht, dass ihr mit beiden Beinen sicher auf dem Boden steht, sodass ihr auch nicht wackelt. Die Hände im Normalfall sollen auch nicht zittern oder immer so machen oder wie auch immer. Es könnte auch sein, oder was euch helfen könnte, sind kleine Stichwortkärtchen. Diese dürftet ihr auch verwenden, noch zusätzlich zum Visualizer oder jedem anderen Präsentationsmedium, je nachdem, was ihr eben braucht. Fein ist, so etwas in der Hand zu halten, weil dann sind ja die Finger beschäftigt, dann haben die Finger schon etwas zu tun und ihr braucht nicht zappeln, und ganz schlimm wäre das. Das geht überhaupt nicht. So mit dem Kugelschreiber so zippen, da ist es viel besser, man hält ein Kärtchen in der Hand und alles ist ruhig und leise. Gut. Man sollte sich positionieren neben dem Präsentationsmedium und in Richtung der Prüfungskommission schauen. Das heißt, ich stelle mich direkt vor die Wand, wo der Visualizer das Bild hinwirft, neben den Visualizer aber oder direkt davor, damit ich ja was ergänzen kann oder einen Zettel hinzufügen kann oder was auch immer. Auf jeden Fall schaue ich, dass ich da in der Nähe bin und unbedingt das Publikum anblicke. Hier noch ein kleiner Hinweis in riesengroß. Bitte lächelt, bitte seid nicht verkrampft. Ihr müsst immer dran denken, es könnte auch sein, dass sogar der Prüfling neu ist, die Prüfungskommission neu ist, dass die das noch nie zuvor gemacht haben, und dann sind die mindestens genauso nervös wie ihr. Und ihr müsst ja auch denken, alle, die die Prüfung machen, sind in der gleichen Situation. Das heißt, die Prüfungskommission, die kennt ja solche Situationen, und man weiß einfach, dass jeder ein wenig angespannt ist. Das heißt aber, ihr seid wie alle anderen. Und das ist ganz normal.
Ihr wollt ja nur zu eurem Erfolg und das wollen eigentlich die Prüfer auch, dass ihr euren Erfolg euch abholen könnt sozusagen. Unbedingt müsst ihr bei der Präsentation auch auf die Rahmenbedingungen achten, das heißt auf die Operatoren, auf die Rolle, also nicht aus der Rolle herausgehen. Ihr müsst das Publikum anschauen, immer wieder ansprechen oder je nachdem, wie die Situation ist. Und ihr dürft dann nichts sagen, liebe Prüfungskommission, dazwischen. Nein, ihr bleibt bis zum Ende eurer Rede in der gleichen Rolle. Das Ziel, falls eines vorgegeben ist, immer vor Augen halten. Und die Operatoren, ja, was muss man denn machen? Operatoren sind diese Verben in der Aufgabenstellung, die sagen, was man zu tun hat. Diese immer im Kopf behalten. Nicht, dass man komplett abschweift, weil man hat ja auch einen Rahmen, wie lang so etwas sein soll. Ich glaube, es sind 3 bis 7 Minuten, wo man sprechen muss oder in denen man sprechen muss. Das heißt, wir peilen mal das rund 5 Minuten an. Das heißt, in diesen 5 Minuten, wenn wir da 3 Operatoren haben, haben wir ungefähr 1,5 Minuten pro Operator. Das ist nicht zu viel Zeit, auch wenn es auf den ersten Moment recht viel klingt. Gut, unbedingt achten müsst ihr auch auf eure Sprache. Ihr müsst ganz, ganz zwingend in Standarddeutsch sprechen, also Hochdeutsch, wie es viele kennen den Ausdruck, also in einem sehr schönen Deutsch. Ihr müsst verständlich sprechen, bemüht euch, dass ihr auch wirklich langsam sprecht. Das könnt ihr sehr gut zu Hause oder mit Freunden, mit Eltern oder alleine vor dem Spiegel üben, dass man euch auch wirklich versteht. Versucht, dass ihr eine deutliche Aussprache macht. Ganz fein ist es auch, wenn man sich den ersten Satz oder die ersten 2 Sätze merkt oder wenn man sie sich nicht gut, ganz gut merken kann, könnte man sich den ersten Satz auch auf so ein Kärtchen aufschreiben. Man soll den zwar dann wirklich nicht ablesen, aber dann kann man kurz davor noch einmal draufschauen und dann hat man ihn ja eigentlich im Kopf. Das ist so ein kleiner Tipp von mir, denn oft ist es ja so, wenn man ein bisschen nervös oder angespannt ist, dann ist gerade der erste Satz ein wenig schwierig, aber wenn er auf dem Zettelchen steht, dann ist da gar nichts schwierig. Wie gesagt, Notizen sind erlaubt, Körpersprache und Gestik sollt ihr nicht vergessen, das heißt, ihr braucht nicht so dastehen wie ein strammer Soldat, sondern ihr dürft euch tatsächlich mit den Händen unterstützen, eure Worte unterstützen oder auch mal mit dem Visualizer was zeigen oder mit einem Stift wohin zeigen. Das kann man natürlich auch auf die Wand dahinter. Da eignet sich ein Stift sehr gut, dass man mit dem hinzeigt, weil mit dem Finger ist es oft ein bisschen, naja, es geht so. Mit dem Stift wirkt es gleich mal ein wenig professioneller. Das ist ganz fein. Und die Aufgabenstellungen müssen unbedingt integriert sein in den Visualizer bzw. in das Medium, das eure Präsentation unterstützen soll. Und das heißt immer, auf das Medium bzw. auf das Blatt Papier, das wir dann an die Wand projizieren, dürft ihr absolut keine ganzen Sätze rausschreiben und nur die wichtigsten Informationen. Das heißt, ihr sprecht ja mal 5 Minuten oder ein bisschen länger. Das heißt, mehr wie 20 Wörter brauchen da überhaupt nicht stehen. Das ist völlig ausreichend. Nur die Stichwörter, nur die Leitwörter, nur das Allerwichtigste. Und wie gesagt, keine ganzen Sätze. Gut, und hier habe ich jetzt noch einmal ganz, ganz, ganz viele Informationen gesammelt, was denn eigentlich bei der Präsentation wichtig ist, was bei der mündlichen Prüfung wichtig ist. Und dann sind wir heute auch schon wieder fertig. Grundsätzlich ist es so, dass ihr unbedingt eine Struktur in der Präsentation einhalten sollt, beziehungsweise euch eine machen sollt. Wenn es zum Beispiel zur Pro- und Kontraliste kommt, dann muss die auch irgendwie passen. Und ihr könnt nicht einfach sagen, so, und jetzt eine Pro- und Kontraliste. Nein, es muss ja einen Sinn ergeben, warum ihr eine Pro- und Kontraliste zum Beispiel erstellt habt. Nur das Notwendige soll auf dem Blatt für den Visualizer niedergeschrieben sein. Genau. Begrüßung unbedingt aus der vordefinierten Rolle und auch in das Publikum der vordefinierten Rolle. Das habe ich ja schon gesagt. Vergesst nicht aufs Lächeln oder zumindest auf einen freundlichen Blick. Ihr braucht nicht denken, es ist heute Regenwetter. Nein, weil eigentlich könnt ihr auch dran denken, so, und wenn ich diesen Tag heute sehr gut überstehe oder nur diese eine Prüfung, die ja eigentlich nur eine halbe Stunde dauert, dann habe ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit meine Prüfung bestanden. Und das ist ein Grund zur Freude. Den ersten Satz habe ich gerade schon angesprochen. Überlege, wie du deine Präsentation starten willst. Der erste Satz ist die Eintrittskarte. Ganz ähnlich ist es auch beim Schluss. Am Schluss unbedingt bedanken für die Aufmerksamkeit und lächeln. Das wäre so die Rahmenhandlung, das Abrunden. Der Start soll gut sein und das Ende. Wenn es dazwischen mal ein Hoppala gibt, das versteht jeder. Ihr habt ja im Endeffekt nur 30 Minuten Vorbereitungszeit. Das ist nicht allzu viel. Und da versteht man natürlich,
dass nicht alles wie im Schnürchen läuft. Wie gesagt, Fehler können passieren, ihr könnt euch jederzeit ausbessern. Vergesst nicht auf den Blickkontakt, und beim Blickkontakt gibt es eine super tolle Regelung. Wenn zum Beispiel mehrere Leute verschiedene Reihen hintereinander sitzen, dann schaut immer so im M, geht wieder zurück und dann schaut ihr wieder im M. Dann erwischt ihr alle mal. Wenn nur vier Leute vor euch sitzen, dann könnt ihr mal so schwenken, aber nicht die ganze Zeit hin und her schwenken, das ist ja viel zu schnell, sondern mal ein paar Sätze bei einer Person verharren, dann zur nächsten, so dass ich während des ganzen Gesprächs schon jede Person dreimal mindestens anschaue. So dreimal hin, wenn es vier Personen von mir sind, das ist dann auf alle Fälle ausreichend. Und das ist auch so, dass sich die Zuhörer dann eigentlich immer direkt angesprochen fühlen, und dann das merken die, und das merkt ja auch ihr. Ihr dürft euch aber nicht ablenken lassen, wenn die ein bisschen verkrampft aussehen. Ihr müsst euch einfach denken, ja, die sitzen ja auch schon wahrscheinlich Stunden da und hören immer wieder Gespräche. Vielleicht haben sie einfach keine Lust mehr. Aber dann motiviert ihr sie eben, dann motiviert ihr euer Publikum und macht das Allerbeste draus. Vielleicht könnt ihr dann aufhören und das Publikum lächelt euch zu. Ihr sollt, obwohl ihr in eurer Rolle ja sprechen sollt, ihr selbst bleiben. Das heißt, ihr braucht jetzt keinen Hampelmann spielen, sondern einfach zum Beispiel, wenn ihr euch in die Rolle eines Schulsprechers versetzen sollt, seid ihr einfach zum Beispiel, ich bin die Sandra, ich bin die Schulsprecherin, Sandra und niemand anderes. Gut, Lampenfieber ist normal, das wisst ihr ja schon. In schönem Deutsch sollt ihr sprechen, also im Standarddeutsch. Positiv denken ist immer angesagt. Denkt dran, ihr habt ja gelernt, ihr habt euch vorbereitet, ihr wisst, was ungefähr an Themengebieten kommen kann. Und unter Umständen könnt ihr am Abend feiern oder direkt anschließend feiern gehen, weil ihr die Matura bestanden habt. Pausen sollen immer wieder gemacht werden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mal einen Themenblock abgeschlossen habt oder einen Gedankengang abgeschlossen habt, dann könnt ihr auch einfach mal durchschnaufen. Nicht jetzt eine Viertelstunde oder nicht jetzt eine ganze Minute lang, sondern einfach mal und dann neu beginnen. Sauerstoff ist ganz wichtig fürs Gehirn, sonst funktioniert ja gar nichts mehr, und ihr sollt euch nicht stressen, und diese Pausen können einfach dem Verständnis aller irgendwie helfen. Also das ist nur was Positives. Den Input-Text sollt ihr auch bei der Präsentation nicht ganz außer Acht lassen, den habt ihr im Vorhinein gelesen. Unbedingt den Input-Text, bevor ihr das Präsentationsvideo macht, sehr gut durchlesen. Vielleicht sogar auch zweimal oder dreimal, je nachdem wie lange ist und wie schnell Leser ihr seid. Aber auch dieses Textverständnis kann man üben, indem man immer mehr und mehr liest. Ja gut, und dann haben wir noch zwei Punkte. Zwar sei höflich, vergiss nicht auf die Begrüßung. Die Begrüßung gehört ganz klar dazu. Entweder sehr geehrte Lehrpersonen, liebe Mitschülerinnen und Mitschüler in der Rolle des Schulsprechers. Oder wenn es jetzt eine Rede vor einem Rathaus ist, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger. Und vergiss nicht, wenn zum Beispiel eine ganz besondere Person, zum Beispiel der Bundeskanzler, auch anwesend ist, dann grüßt man so ganz besondere Personen mit dem Namen. Genau. Gut, und der letzte Punkt. Es kann natürlich immer passieren, dass man mal nicht weiter weiß und so kleine einbaut. Das ist ganz normal. Aber das könnt ihr sogar wegtrainieren. Und zwar, wenn ihr euch zu Hause ein Themengebiet zur Hand nehmt. Zum Beispiel, ihr denkt euch, ihr sprecht jetzt 5 Minuten über die Ausbildung Lehrer und Matura. Und dann gebt ihr euch ein wenig Vorbereitungszeit und dann probiert das Ganze und achtet auf eure und was auch immer und schaut, dass ihr diese bewusst wegbekommt. Je öfter man das macht, umso besser bekommt man diese Füllwörter weg. Ja gut, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich denke, die mündliche Prüfung ist absolut schaffbar, aber ihr solltet das mal zu Hause probieren, mal üben. Und das könnt ihr wirklich zu jedem Themengebiet. Ihr könnt auch einen Zeitungsartikel lesen aus der Tageszeitung oder woraus auch immer, aus dem Internet, und einfach mal darüber 5 Minuten sprechen. Übt das zu Hause, dann könnt ihr sicher große Erfolge feiern. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Tschüss!